Hi, ich bin Josh, Politikredakteur bei Business Insider und ich erzähle euch jetzt was zu. Das große Thema dieses Jahr bei der Präsidentschaftswahl ist das Thema Briefwahl. Auch in den USA ist das Coronavirus das wichtigste Thema. Die Pandemie breitet sich auch da weiter aus und viele Leute wollen deshalb per Brief wählen, um sich nicht zu gefährden. Man kann es schön vergleichen. 2016, vor 4 Jahren, haben insgesamt 33 Millionen der Wahlberechtigten per Briefwahl abgestimmt. Und jetzt, zu diesem Zeitpunkt, sind schon 66 Millionen Briefwahlunterlagen beantragt worden. Also es hat sich die Zahl schon verdoppelt. Warum ist das ein großes Thema? Unter anderem wegen Donald Trump. Weil der US-Präsident sagt, Briefwahl, das lässt sich leicht manipulieren, da wird Betrug geschaffen, da wird gegen mich manipuliert, diese Wahl. Dafür gibt es keinerlei Belege. Also Wahlforscher und Demokratieforscher in den USA können keine Studien vorlegen, in denen gezeigt wird, dass Briefwahl unsicherer wäre als das ganz normale Wählen. Bei der Briefwahl wie bei der persönlichen Wahl in den USA wird abgeglichen, wenn man die Wahlunterlagen einrichtet, ist man auch registriert im Wahlregister, ist das die richtige Person, stimmt die Unterschrift und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Warum sagt Donald Trump das trotzdem, dass diese Wahl manipuliert würde durch die Briefwahl? Der Umfragen zeigen, dass die demokratischen Wähler in großer Mehrheit Brief wählen wollen. Die Wähler, also die Joe Biden wählen wollen bei der Präsidentschaftswahl. Die Republikaner hingegen stimmen anders ab. Da ist die große Mehrheit der Wähler in Umfragen der Meinung, dass man persönlich abstimmen geht. Das heißt natürlich, dass wenn man die Briefwahl per Gesetz regulieren würde, wenn man es erschweren würde, per Brief zu wählen oder sogar verbieten in manchen Bundesstaaten, träfe das vor allem demokratische Wähler. Das hätte natürlich Vorteile für Donald Trump. Bisher ist es aber so, dass er mit Versuchen vor Gericht die Briefwahl irgendwie einzuschränken gescheitert ist. Es gibt zwar in einigen Bundesstaaten Gouverneure der Republikaner, die das alles etwas schwerer machen. In Texas zum Beispiel, der Gouverneur hat sozusagen Abgabestationen reduziert, nur noch eine pro Wahlkreis. Und da gibt es Wahlkreise, wo 4 Millionen Menschen diese Briefwahlunterlagen potenziell abgeben wollen, an einem Ort dann. Das erschwert das Ganze natürlich, aber grundsätzlich findet die Briefwahl statt und wird durchgeführt in den USA.